Willkommen. Wir sind im Fach Allgemeine Volks- und Betriebswirtschaftslehre und wir schauen uns das zweite Untergebiet an, nämlich Wirtschaftssysteme und auch wirtschaftliche Denker. Das erste Wirtschaftssystem, das wir uns anschauen, ist die freie Marktwirtschaft. Und dieses System der freien Marktwirtschaft ist verbunden mit einem großen wirtschaftlichen Denker namens Adam Smith. Hat ein Buch geschrieben vom Wohlstand der Nationen. Und ein Teil aus diesem Buch, das gar nicht besonders hervorgehoben ist, ist aber sehr bekannt geworden, nämlich die Metapher. Metapher ist ein Bildwort der unsichtbaren Hand. Dies bedeutet, dass sich eine Wirtschaft quasi von selber regelt. Man könnte es auf die Formel bringen: Egoismus des Einzelnen führt zum Gesamtnutzen. Was meint das? Wenn jemand etwas kaufen möchte, dann wäre im Idealfall die Situation, dass er das Gut geschenkt bekommt. Und der andere, der möchte am liebsten alles Geld der Welt dafür haben. Nun kommen die beiden aber nicht zusammen. Das heißt, die werden sich jetzt irgendwo in der Mitte treffen. Und das ist hier gemeint. Jeder geht als Egoist ins Spiel, will für sich das Beste rausholen. Und durch den Marktmechanismus und durch das Bedürfnis, das auch verkaufen zu müssen und auch kaufen zu wollen, findet man eine Regelung im Sinne des Gesamtnutzens. Das ist die Idee der unsichtbaren Hand. Und die Idee der freien Marktwirtschaft ohne große staatliche Regulierung. Adam Smith selber hat gesprochen von einem Nachtwächterstaat. Das heißt, ein Staat, der eigentlich nur sich um die innere Sicherheit kümmert. So würde man das heute, glaube ich, formulieren. Ja, der also nachts mit Wächtern mal herumläuft, guckt, ob keiner was Kriminelles macht, aber nicht in die Wirtschaft eingreift. Das ist hier die Idee. So, jetzt ist das in der Praxis aber nicht so schön, wie gerade theoretisch beschrieben. Es gibt Schwächen der Marktwirtschaft. Und zwar, eine große Schwäche ist die Machtkonzentration. Es herrscht eine Tendenz bei einigen, in der Regel wenigen Menschen oder Kräften, dass man Macht gewinnen möchte. Und diese Tendenz herrscht gerade in einer Wirtschaft sehr stark vor, sodass also einige Anbieter zum Beispiel mit brutalen Methoden versuchen, die Wettbewerber aus dem Markt zu drängen, um nachher eine Monopolstellung zu haben und damit alles diktieren zu können. Ja, diese Tendenz besteht ganz offensichtlich, man hat das ja auch in der Praxis gesehen, man studiere, wie damals zum Beispiel die Eisenbahn gebaut wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist eine Schwäche der freien Marktwirtschaft. Dann hohe Einkommensunterschiede. Das geht damit einher, ist im Grunde eine Folge davon. Wenn Menschen sich auf Macht konzentrieren, dann sind die meisten Menschen ohnmächtig, ohne Macht und müssen das nehmen, das ihnen die wenigen Mächtigen an Bezahlung anbieten. Und das ist manchmal eben zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, wie man sagt. Und man sagt auch, dass die Schere zwischen Reich und Arm immer weiter auseinander geht. Das nächste Argument sind die konjunkturellen Schwankungen, die die Armen besonders treffen. Konjunkturelle Schwankung bedeutet, eine Volkswirtschaft hat ein Hoch und Nieder, ein Auf und Ab bis zur Hochkonjunktur als höchste Phase oder Boom oder Rezession, Depression, dazwischen Aufschwung- und Abschwungphasen. Und diese konjunkturellen Schwankungen können besonders für die vielen Ohnmächtigen, für die vielen mit wenig Einkommen sehr, sehr schädigend sein. Und die Umweltschäden, die dann rücksichtslos angerichtet werden von den Menschen mit der Macht,
mit dem Machtstreben, mit dem Streben, Macht zu konzentrieren, die gehen dann auch rücksichtslos um mit der Natur. Also auch hier studiere man die Einführung der Eisenbahn in den USA. Ja, wenn dann Wald im Weg steht, dann wird der einfach abgeholzt. Ne? So als Beispiel. Das sind die Schwächen dieser Idee hier, der freien Marktwirtschaft. Schauen wir uns mal das andere Extrem an. Schauen wir uns mal an die Planwirtschaft. Die Planwirtschaft geht auch einher mit einem Vordenker sozusagen. Das ist Karl Marx. Und was ist die Idee der Planwirtschaft? Die Idee der Planwirtschaft ist, dass es einen Kollektivbesitz gibt. Kollektivbesitz bedeutet volkseigener Betrieb, so nannte man das auch in der ehemaligen DDR. Nannte man das so. Volkseigener Betrieb, also Kollektivbesitz, eben kein Privateigentum, sondern Kollektivbesitz oder genau muss man sagen Kollektiveigentum. Dann gibt es einen zentralen Wirtschaftsplan, zentraler Wirtschaftsplan. Das sind in der Regel 5-Jahrespläne, die von der staatlichen Planungsbehörde aufgestellt werden. Das ist Planwirtschaft, ja, zentraler Wirtschaftsplan. Die Preise in einer Planwirtschaft sind festgesetzt. Man kann also nicht selber als Unternehmer entscheiden, welchen Preis man wählt, sondern auch das wird vorgegeben bzw. geplant. Die Güterverteilung erfolgt nicht durch Marktmechanismen, sondern durch den Staat. Der Staat entscheidet, wer wie viel und was und wann bekommt. Ja, Güterverteilung durch die staatliche Planungsbehörde. Und das führt dazu, dass es keine Eigeninitiative gibt. Ja, das, was man in einer Marktwirtschaft, in einer freien Marktwirtschaft als besonders positiv ansieht, dass Anreize da sind, auch eigene kleine Unternehmen zu gründen, die dann vielleicht auch wachsen. Dieser Anreiz ist hier in der Planwirtschaft überhaupt nicht gegeben. Schauen wir uns also die Probleme der Planwirtschaft, schauen wir uns das genauer an. Ein Problem ist auf jeden Fall die hohe Bürokratie. Wenn da ein Staat alles plant, dann ist sehr viel Verwaltung erforderlich für Datensammlung, Datenauswertung und so weiter. Damit bekommt der Staat auch eine hohe Macht. Ja, Planwirtschaft ist im Grunde die Verschiebung der Macht in Richtung Staat immer mehr. Und hohe Bürokratie ist nur im Grunde ein Effekt. Der andere Effekt ist, dass der Staat dann auch alles weiß. Das nächste ist die Inflexibilität. Inflexibilität, das hat zu tun mit diesen 5-Jahresplänen, mit dem zentralen Wirtschaftsplan für 5 Jahre. Zentraler Wirtschaftsplan, man spricht da oder man hat immer gesprochen auch vom 5-Jahresplan. Und der ist dann natürlich festgelegt und entsprechend unflexibel, wenn es dann zu irgendwelchen Entwicklungen kommt, die den Plan ändern könnten oder wo man im Grunde sich neu ausrichten müsste, dann kann man hier sehr schwer damit umgehen, um nicht zu sagen, überhaupt nicht. Dann haben wir keine Motivation. Das klang vorhin schon an. Ja, hier keine Eigeninitiative. Das ist noch keine Kritik, das ist Teil des Systems. Eigeninitiative ist gar nicht gefragt. Und hier ist die Wertung, weil eben auch keine Motivation da ist, irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Wird ja alles vorgegeben. Dann hat man Versorgungsengpässe. Das kann bis zu Hungersnöten gehen. Ja, in jedem Land, wo man das hier versucht hat, ist das Ganze krachend gescheitert und hat im Grunde das Land ruiniert und hat zu auch teilweise Hungersnöten geführt. Also wenn ich hier schreibe Versorgungsengpässe, dann ist das sehr, sehr sanft ausgedrückt. Und aus diesen Versorgungsengpässen heraus bildet sich natürlich doch wieder eine Marktwirtschaft. Man nennt das schwarze
Märkte oder Schwarzmarkt, wo dann genau die Mechanismen wieder gelten, die wir hier betrachtet haben bei der freien Marktwirtschaft. Diese Mechanismen der unsichtbaren Hand. Da bieten Leute etwas an und andere, die das dringend brauchen, kaufen es und man einigt sich irgendwie auf einen Preis, statt den staatlich vorgegebenen Preis zu verlangen. Schauen wir nun auf die soziale Marktwirtschaft. Das ist nämlich die richtige Antwort auf die Frage, welches Wirtschaftssystem wir in Deutschland haben. Viele sagen dann freie Marktwirtschaft und das ist falsch, sondern wir haben die soziale Marktwirtschaft. Und das ist verbunden mit zwei wirtschaftlichen Denkern, die da heißen Erhard, Ludwig Erhard und Müller-Armack. Das sind die beiden Väter dieses Modells der sozialen Marktwirtschaft. Und die soziale Marktwirtschaft lässt sich zurückführen auf eine Grundformel, die wir uns später noch genauer anschauen werden, nämlich so viel Freiheit wie möglich. Ja, das ist der Gedanke, der hier aus dieser Richtung kommt, der freien Marktwirtschaft. Aber, und jetzt kommt das Aber, so viel Kontrolle und staatliche Eingriffe wie nötig. Das heißt, mit gewissen Gründen darf der Staat in die Wirtschaft eingreifen. Nur so viel wie nötig, es muss also gerechtfertigt sein, aber es ist erlaubt. Freiheit steht im Vordergrund, aber Kontrolle und staatliche Eingriffe, wenn nötig, sind erlaubt. Das ist die Grundidee der sozialen Marktwirtschaft. Alles Gute, Marius Ebert.